Imagine. Stell dir vor. Ganz herzlich begrüße ich Sie heute zur Mittwochsandacht. Heute ausnahmsweise live und gleichzeitig gestreamt. Das ist außergewöhnlich. Deswegen werden es vielleicht keine 10 Minuten, sondern 15 Minuten bei der Andacht. Und wir danken ganz besonders der Technik, dass das möglich ist. Simone Roman, danke schön, dass du das machst. Und wir genießen Alfons Baden. Da gibt es nämlich heute Live-Musik. Einen kleinen Eindruck konnten Sie schon gewinnen. Gleich gibt es mehr. Sie haben das sicher erkannt, das Stück gerade. John Lennons wohl bekanntestes Lied, Imagine. Ja, stell dir vor. Sein Lied, entstanden im Herbst 1971. Statement gegen den Krieg. Vietnam damals. Welthit. Immerhin Nummer 3 auf der Liste der 500 Greatest Songs of All Time, also der 500 größten Welthits ever. Für die einen damals vielleicht lediglich die Gelegenheit für Klammerblues. Für die anderen ultimative Friedenshymne. Ode an den Idealismus. Für einige auch Zeichen für John Lennons politische Radikalisierung. Und für wieder andere bloß popmusikalischer Kitsch. Und ich selber, ich denke, ach, wie mich manche Lieder doch anrühren, damals wie heute. Lennon selbst hat das mal so formuliert, seine Melodie wirke fast wie ein Kinderlied. Selbst musikalisch ist das quasi ein kleiner Vorgeschmack auf eine Welt voller Frieden. In diesen Tagen jetzt, rund um den 24. Februar, ist dieses Stück, das Alfons uns gerade schon zart angespielt hat, auf der Playliste in der Welt wohl wieder ein Stück nach oben gerutscht. Und es hat für einige Momente neu einen ganz unüberhörbaren, prominenten Platz bekommen. Gesungene Friedensbotschaft. Überall in Europa. Bei Menschenketten, bei Friedensdemos, in Gedenkminuten und auch letzten Freitag nebenan im Haus an der Kirche war es in unserer Gedenkandacht zum wohl aktuell furchtbarsten aller Jahrestage ein Musikstück. Imagine. Stell dir vor, was John Lennon sich da vorstellt. Frieden. Eine bessere Welt. Ohne Hunger, ohne Hass, ohne Habgier, geschwisterlich vereint, in der es nichts gibt, nichts, wofür es sich zu töten oder zu sterben lohnt. Ist das die blauäugige Version eines naiven Weltverbesserers? Von einer Gesellschaft ohne Grenzen, ohne Nationen, ohne trennendes Gefälle von Arm und Reich und auch ohne spaltende Religionen? Dieser Gedanke, er lädt mich ein. Imagine. Stell dir vor. All die Menschen, die nur im Hier und Jetzt leben. All die Völker, die in Frieden miteinander sein können. Stell dir das mal vor. Und wie gerne würde ich das auch träumen. Mit John Lennon zusammen und mit euch. Gerade in diesen Tagen. Gerade beim Blick auf unsere Welt im ganz Allgemeinen und auch auf das Leid und die Angst und das Töten in der Ukraine. Stattdessen sehe ich an meinen Seelenwänden ganz andere Bilder festgetackert. Wisst ihr noch? Diese ersten Bilder vor einem Jahr. Ich, wir alle konnten ja quasi live zuschauen dem so unvorstellbaren, weit genug westlich, wir vermeintlich sicher in unseren Wohnzimmern. Imagine, erinnere dich, sagt eine leise Stimme in mir drinnen. Erinnere dich und vergiss das bloß nicht. Und ich erinnere mich, vielleicht viel zu gut in dunklen Nächten und stillen Stunden an diese Bilder, die sich eingebrannt haben in meine Herzensnetzhaut. Die ersten Explosionen früh morgens über Kiew, die Verzweifelten unten in den U-Bahn-Schächten, die kilometerlangen Autokolonnen Richtung Westen, bloß raus aus den Städten, wo Sirenen heulen und Raketen detonieren. An herzerschütternde Szenen vor Bustüren erinnere ich mich, an letzte Umarmungen, an kleine Kinderhände, an kalte Fensterscheiben gepresst und junge, angsterfüllte Gesichter, tränennass und furchterfüllt.
Ich sehe Mütter und Großmütter, bepackt mit Koffern und mit Plastiktüten, an jeder Hand einen Jungen oder ein Mädchen. Nur das eine im Sinn, weg von dort, wo über Nacht der Wahnsinn eingefallen war, sich bloß schnell in Sicherheit bringen. Und ich denke an die Väter und Söhne und Partner, wie sie da stehen, zurückbleiben müssen oder es wollen. Ausreiseverbot für alle zwischen 18 und 60. Imagine, stell dir das nur vor und denk an die vielen leeren Kinderwagen von Lviv vor einem Jahr. Grauenvolles Denkmal, Mahnmal, 109 getötete Kinder an einem Monat schon und so viel mehr sind es inzwischen. Und wie gut erinnere ich mich an mein eigenes Entsetzen, meine Empörung und meine Verzweiflung vor einem Jahr und bis heute. Nichts davon ist verschwunden. Selten hat uns ja etwas so sehr geeint wie unsere Abscheu gegen all das. Nicht nur in der UN-Generalversammlung wird der russische Angriffskrieg auf die Ukraine von 141 Staaten verurteilt. Nur Lösungen, die gibt es noch nicht. Schon gar keine leichten. Imagine, das singe ich und dabei zerreißt es mich fast innen drin, wenn ich mein Träumen mit der grauenhaften Realität vergleiche. Ich spüre, immer ist beides da, das Federweiche und das Steinhartherzige, das Gute und das Böse, das Leise, Hoffnungsvolle, genauso wie das völlig Verzweifelte. Vielleicht brauchen Sie gerade deshalb solche Lieder wie Imagine und die Träumenden, von denen es singt. Ganz ähnlich wie in dem alten Psalmwort der hebräischen Bibel, das auch eine Vision malt. Wir werden sein wie die Träumenden und unser Mund wird voller Lachen sein, damit wir nicht vergessen, was sein könnte. Und wir weiter zu träumen wagen. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Vielleicht nennst du mich eine Träumerin, aber ich bin nicht die Einzige. Ich hoffe, dass du eines Tages dazugehören wirst und die Welt wird eins sein. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living. Say, I'm a dreamer, but I'm not the only one.
I hope someday you will join us and the world will be as one. Imagine all possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. The brotherhood of man. Träumend. Von guten Auswegen und von Frieden ahnen wir, dass es keine schnellen Lösungen und vielleicht auch kein Wunder geben wird. Imagine, klingt es in mir. Und ich entdecke jetzt zu Beginn der Passionszeit diese eine dunkle Gartengeschichte wieder. Jesus sagt dazu seinen Freunden und Freundinnen: Bleibt hier und wacht mit mir. Vielleicht ist das genau so. Nicht mehr und nicht weniger. Zusammen dableiben, aushalten, nicht wegschauen, schlaflose Nächte durchwachen und beten. Ja, beten auch. Und sich weiter vorstellen können, was möglich ist. Lassen Sie uns beten. Gott, imagine, höre ich, und diese Worte treffen mich im Innersten. Imagine höre ich und denke, das sagst du zu mir, stell es dir vor. Und ich denke vor dir, Gott, an all diese Menschen in der Ukraine. Stell sie mir vor, die an der Front und die auf der Flucht, die in den zerbombten Wohnungen und Häusern. Sie kämpfen, weil der Krieg in ihr Land kam. Seit Monaten leben sie im Schutz der Keller. Ich denke an die, die anderen helfen, Tag und Nacht. Und an die Kinder. Vor dir, Gott, denke ich an ihre Todesangst. Stell mir vor, sie alle wollen so gerne leben. Ich bringe dir, Gott, ihre Wut. Und meine bringe ich dir auch. Ich bringe dir ihren Mut und ihren Schmerz. Du siehst sie alle, die Leidenden und die Toten. Ich stelle mir vor, es gibt genug Kraft, dem Bösen entgegenzutreten. Und genug an Hoffnung und widerständige Zuversicht. Und sei sie noch so winzig. Und dann, Gott, stelle ich mir vor, dass ich nicht alleine träume, von Freiheit und Heilung, von Zukunft und von deinem Frieden.
Amen.